Die halbe Milch? Die halbe Milch haben wir getrunken. Tja, weil wir ein Chabu-Chabu sind und ich bin nicht gut im Spiel. Kann man nichts machen, aber trotzdem begrüße ich euch recht herzlich zurück zu Ocarina of Time auf der Nintendo Switch. Ich bin euer Kellervater. Schön, dass ich wieder da bin. Und jetzt ist halt die Frage, wo gehen wir jetzt entlang? Und wenn wir jetzt wieder runtergehen? Oder gehen wir da nach vor? Komm, wir gehen nach vor. Da ist sie vorher reingerannt. Das war nicht so gescheit von ihr. Da hinten wäre der nächste gute Punkt. Sicher, genau, so ein fettes Fletschending. Gott, Gott, Gott. Was seid ihr für welche? Die mit ihrem Strom immer. Ich mag keinen Strom da. Komm, flüchte lieber. Komm einmal da. Das Coole ist, die geben uns gleich die Herzen wieder retour. Vielleicht. Ja, nicht nur vielleicht, tatsächlich sogar. Die nerven. Was ist mit dem hier? Oh Gott. Komm, nochmal. Hoppa. Ich glaube, da muss ich sie sitzen lassen, oder? Yep. Geht nicht. Okay. Wäh, das ist grauslich. Chabu Chabus Bauch. Wäh. Aber der kommt. Das Dungeon kommt mir vor, als wären wir. Ich habe keine. Ich brauche einen Boomerang dafür. Das sehe ich jetzt schon. Gefällt dir das? Setzen, Mann sein, verhalte dich so. Ja, ja, ja. Komm. Runter vom Gas. Das blockiert hier. Ich komme da halt nur nicht weiter. Das ist jetzt gerade mein Problem. Da komme ich auch nicht dran. Okay. Wird wohl die rechte Seite sein. Und wenn wir hier unser Item bekommen, oder? Wir haben nicht mal noch eine Karte. Der Schalter sieht so aus, als könntest du ihn nicht betätigen, da du allein zu leicht bist. Okay. Aber zu zweit geht's, wie es ausschaut. Sehr gut. Komm. Was ist los? Ja. Okay. Und Nummer zwei. Komm. Und nochmal. Bitte sag, es ist der Boomerang. Boomerang wäre toll. Gib mir den Boomerang. Boomerang! Boomerang! Bangarang, baby! Bangarang! Yes, 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 my love. Come on. Sind wir ja schon fast, haben wir schon fast alle Items. Ist schon fast vorbei, das Spiel. wie viele Tempel gibt's dann? 5, glaube ich. Bist du der? 5 Tempel gibt's dann noch. Nach dem Ding hier. So, wie schauen wir hier aus? Es ist noch nicht so weit, okay. Wie schauen wir hier? Ah, ich will das nicht. Versteht ihr das? Mann. So. Das ist auch noch nicht durch. Ich glaube halt, es wird halt so laufen, dass wir da zuerst rein müssen. Hopp. Dann dort den, weiß ich nicht, den Schleim weg boomerangen. Komm.
Komm, einmal geht's noch. Komm noch mal runter. War's das? Das gibt's doch nicht, oder? Einmal noch. Wahrscheinlich der Kompass. Nur das Ding ist, wenn ich habe noch nicht mal eine Karte. Ich glaube, die Karte gab es in dem einen Liftraum. Ich glaube, die übersehe ich nämlich jedes Mal, wenn ich das Spiel spiele. Nein, tatsächlich die Karte. Okay. Das ist ja mal interessant. Die Reihenfolge hat sich hier auch wieder mal verändert. Dass man hier tatsächlich das Dungeon-Item bekommt, bevor man Karte und Kompass bekommt. Das ist echt interessant. Ja, na komm. Du zickst da herum, das kann ja echt nicht sein. Das rote, schleimige Ding ist fort. Es verschwand, als du den Tentakel, ein Tentakel, zerstört hast. Ob das bei den anderen auch funktioniert? Nee, das hoffen wir doch. Wir brauchen nämlich, wir müssen den grünen entfernen. Der grüne wäre nicht schlecht, wenn er wegkäme. Wieso habe ich jetzt ein Zeitlimit? Oh Gott. Und jetzt der Kompass, oder wie? Gleich alle drei Kisten auf einmal. Sieht ganz danach aus. Der Kompass! Neuestens! Ich überlege nur gerade, gibt es hier jetzt irgendwas? In irgendeiner. Schauen wir mal auf die Karte, komm. Was ist jetzt? Achso, so. Wir haben jetzt alles eigentlich. Und hier werden uns aber keine Kisten angezeigt. Ich merke nur eine Sache gerade. Jetzt mal schauen. Geh weg. Lasst mich in Frieden, lasst mich in Frieden. Ah. So. Das Ding gibt's also noch, verdammt. Muss ich hier dann später nochmal her, oder wie? Ha, nein. Den haben wir noch nicht gehabt. So, bleib mal schön hier. Tentakel. Noch eine Kiste, noch eine Kiste. Keine Kiste. Okay. Aber wir wissen ja, was zu tun ist an sich. Und jetzt war mal die Karte tatsächlich aufschlussreich. Das gefällt mir sowieso. Wenn die Karte mal was macht, was sie soll. Und da jetzt hin, der Mittenraum. Und da wird uns wahrscheinlich was anderes erwarten, oder? Geht das soweit? Cool. Komm ruhig wieder runter. Tentakel, weh. Boomerang. Bangerang, a Boomerang. Ich freue mich. Das Ding ist mega cool. Gibt es hier eigentlich einen Masterschlüssel dann? Ich glaube nicht. Das kommt halt echt erst, glaube ich, ab den Erwachsenen-Tempeln. Ist auch immer witzig, wenn man einen 17-Jährigen als Erwachsen bezeichnet. Ja, er ist ja jetzt 10. Jetzt dürfte ja das eine weg sein. Boah, ist die grauslich. Da müssen wir hin.
Ja, da müssen wir hin. Ist das nicht schön? Ist das nicht schön? Oh Mann. Da sind zwei gleich nebeneinander. Ist ja witzig. Cool. Cool. Soll ich dir was sagen? Ihr könnt mich mal alle. Achso, jetzt will ich eine Sache, möchte ich mir gerne anschauen. Hier gäbe es einen zweiten Raum, gell? Das Ding ist nur, wie käme ich da wieder zurück? Das ist halt das Problem. Wenn ich da unten hin will, dann muss ich das, den ganzen Rückweg wieder auf mich nehmen. Und ich glaube, den werde ich lassen. Ich kann mich an das Teil erinnern. Buchstäblich. Ich kann mich an das Teil erinnern. Das Ding ist nur, ich glaube, der verfolgt mich gerade. Nein, verfolgt er nicht. Und ich bin tatsächlich schneller als er. Es dauert nur halt ewig. Ewig und 7 Tage, bis wir ihn endlich eingeholt haben. Und das ist jetzt gefühlt der längere Tempel bisher. Komm. Es hilft schon, dass die Vorwärtsrolle. Doppel-Vorwärtsrolle. Komm, Navi. Markier ihn. Ich frage mich, ob es da eine bessere Variante gibt, ehrlich gesagt. Gibt's das? Kämpfen heißt es immer, anstatt rollen. Kämpfen. Bitte dreh dich nicht in meine Richtung! Oder ich mach diesen hier. Das ging ja gut. Komm. Schneller. Schneller. Mann, ist das zart. Bist du deppert. Das ist jetzt gerade wirklich extrem zart. Der ist so schnell. Ist aber überholt, kann ich ihn nicht einholen.
Das gibt's ja nicht. Was ist denn jetzt los, bitte? Komm. Es muss doch schneller gehen. Was ist da los? Irgendwann bin ich nämlich so weit, dass ich da an den Stacheln hängen bleibe und dann kriege ich, glaube ich, einen Schreikrampf. Darf ja nicht wahr sein. Hey, komm. Jetzt komm endlich. Nein! Nein! Was ist denn das für eine Scheiße? Was ist das für eine Scheiße? Oh Gott sei Dank. Alter, ist das ein Scheiß. War das ein Kack? Cool. Jetzt sind wir irgendwo anders. Nice. Oh, eine Fee. Eine Fee, eine Fee, eine Fee, eine Fee. Come on. Ach du. Ich schwör's dir. Irgendwann kriege ich einen Schreikrampf. Heute noch. Yes. Perfekt. Wunderbar. Aber fertig machen werden wir in dieser Aufnahmesession definitiv Jabu Jabu. Nach dem Cut.